wirst die Krafthandschuhe lieben. Sie verbessern die Arm- und die Greifkraft enorm. Wenn du mit einem Seil eine Klippe erkletterst, schaffst du es deutlich schneller nach oben. Auch das Heben schwerer Fracht wird dir leichter fallen. Und damit nicht genug. Bist du schon mal einen Steilhang hinabgestürzt? Wahrscheinlich hast du versucht, mit den Händen abzubremsen, oder? Also, wenn du die hier trägst, kommst du viel schneller zum Stillstand. Versprich mir nur, dass du damit niemanden schlägst, okay? Dafür sind sie nicht gedacht. Bitte dranbleiben, Officer. Wie war's?
Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Bitte dranbleiben.
Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Krass geprüft. Vielen Dank. Oder? Sonst hast du nichts für mich, oder? Nein? Okay, vergiss es. Ich hätte nie erwartet, eine Lieferung in einem so guten Zustand zu erhalten. Bitte. Könntest du vielleicht die Kamera meines Vaters für mich finden? Es ist eine lange Geschichte, aber er führte in der Gegend Feldforschungen durch. Mein Vater glaubte, der Schlüssel zum Verständnis des gestrandeten Todes läge irgendwo in den Höhlen und Gesteinsschichten verborgen. Doch er starb, bevor er sein Werk vollenden konnte. Jetzt muss ich es für ihn abschließen. Und vor kurzem habe ich etwas gefunden, etwas Erstaunliches. Ich war mir sicher, dass mein Vater genau danach gesucht hatte, auch wenn ich selbst die Verbindung zum gestrandeten Tod nicht sehen konnte. Ich brauchte eine Expertenmeinung, jemanden, der sich meinen Fund ansehen und ihn mir erklären konnte. Also habe ich meine Entdeckungen mit der Kamera meines Vaters dokumentiert. Ich habe alle Einzelheiten fotografiert. Doch auf dem Rückweg traf ich auf eine Gruppe bewaffneter Männer und geriet in Panik. Ich habe alles fallen gelassen und bin einfach nur gerannt. Zum Glück haben sie mich nicht bemerkt, aber nach der Flucht war die Kamera mit der Box und allem weg. Seitdem versuche ich, den Mut aufzubringen, nach ihr zu suchen. Aber dann fiel mir ein, dass das Frachtetikett noch an der Box klebt. Und ich dachte mir, dass du sie vielleicht orten könntest. Schließlich arbeitest du ja bei Bridges und so. Bitte. Ich würde alles für diese Kamera geben. Ich stelle den Auftrag ein. Ich hoffe, du verstehst, wie wichtig mir diese Kamera ist. Bis ich sie in Sicherheit weiß, kann ich an nichts anderes denken. Du kannst dieses Terminal benutzen, falls du sofort loslegen willst. Hier. Wenn ich selbst ginge, würde ich das hier mitnehmen. Tu dir keinen Zwang an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du. An einem Lieferterminal.
Einschränkung aufgehoben.
musst dich wohl um meine Leiche kümmern. Egal wie es passiert ist, du kannst es nicht ignorieren. Und wenn du das selbst zu verantworten hast, musst du es erst recht sauber machen. Liegen gelassene Leichen nekrotisieren irgendwann und bringen ein GD hervor. Du musst sie entsorgen, bevor das passiert. Sam, hast du unsere fehlende Fracht gefunden? Offenbar drängt sie jemand umher. Thank you.
Thank you.
bitte umgehend zum Verbrennungsofen bringen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Sicherheitssysteme ab. Fracht wird geliefert. Oh, wow. Vielen Dank. Ich dachte schon, ich würde sie nie wiedersehen. Oh, Gott sei Dank. Sie sieht exakt so aus wie immer. Oh. Es war die Idee meines Vaters, hierher zu ziehen. Er war überzeugt, das Rätsel des gestrandeten Todes ganz allein lösen zu können. Und wir dachten das auch. Aber sieh nur, was daraus geworden ist. Ach, wärst du nicht hier vorbeigekommen, wäre die Kamera verloren gewesen und niemand hätte je einen Blick auf unsere harte Arbeit werfen können. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Welt muss davon erfahren. Irgendjemand da draußen wird daraus schlau werden. Also... verbinde uns. Wir wollen Teil der UCA werden. Ich hoffe wirklich, dass unsere Arbeit etwas bewirken kann. Danke nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Sam Hartman hier. Die Kamera, die du geborgen hast, enthielt ziemlich interessante Aufnahmen. Die darauf gespeicherten Daten samt Forschungsunterlagen ihres Vaters haben wir automatisch erhalten, als du den Bunker der Fotografin ins Netzwerk gebracht hast. Egal. Mein Labor hat immer noch keine schnelle chirale Verbindung, aber ich konnte eines der Bilder mit der Datenbank im HQ abgleichen. Auf Grundlage meiner vorläufigen Berechnungen sowie der fotografischen und dokumentierten Beweise in unseren Archiven würde ich das Alter der Malereien auf 30.000 Jahre schätzen. Mindestens. Die Künstler waren wahrscheinlich auf dem Kontinent umherziehende Neandertaler oder andere Urmenschen. Siehst du diese delfinartigen Wesen? Zur damaligen Zeit lag die Höhle noch weiter von der Küste entfernt als heute. Wie konnten die Künstler also Delfinen begegnen? Antwort: Das konnten sie nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht Delfinen, sondern gestrandeten Dingen begegnet sind. Und das würde bedeuten, dass der gestrandete Tod nicht das erste Phänomen seiner Art ist, dass es schon mal passiert ist. Auf unserem Planeten sind schon unzählige Arten ausgestorben. Von Bakterien bis zu Dinosauriern. Forscher nennen die größten bekannten Massenaussterben die großen fünf. Aber natürlich gab es viele weitere Aussterbeereignisse, wenn auch in kleinerem Maßstab. Was, wenn die Künstler so ein Ereignis dokumentieren wollten? Ihr eigenes Aussterben? Das wäre das erste Zeugnis eines gestrandeten Todes in der Geschichte. Und es würde auch meine anderen Theorien stützen. Je eher du mich mit dem Netzwerk verbindest, desto eher wissen wir es. Stell dir nur vor, welche Geheimnisse wir lüften können. Ich warte auf dich, Sam. Tolle Neuigkeiten, Sam. Die Vitalfunktionen von BB-28 sind fast im optimalen Betriebsbereich. Kurz vor meinem Anruf hat es die Augen geöffnet.
Es blickte sich um, als würde es jemanden suchen. Und dann trafen sich unsere Blicke. Für einen Moment, glaube ich. Ich sag dir, es hätte mich fast so weit gebracht, das Kleine selbst zu behalten. Egal. Ich muss noch einiges prüfen und eventuell Anpassungen vornehmen. Aber die lokalen chiralen Schwankungen könnten Probleme bereiten. Kannst du vielleicht noch einen Ort ins Netzwerk integrieren? Sobald du das getan hast und ich bestätigen konnte, dass das BB zuverlässig funktioniert, gebe ich es wieder in deiner Obhut. Das ist der letzte Schritt. Versprochen. Nur noch ein Ort. Das sollte genügen. Viel Glück. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferdienst. Sam, wie ich sehe, hat dich unser Bergsteigerfreund kontaktiert. Er hat wohl einen Auftrag für dich. Könnte man sich mal ansehen.
setze autonom. Vielen Dank für deinen Beitrag. Parameter aktualisiert. Zeitlimit festgelegt. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen.
Sind die da draußen, Lou?
Rekonstruktion abgeschlossen.
Auftrag zugewiesen. Einschränkung aufgehoben.
Bridges. Fahrzeug wird eingeladen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Auftrag zugewiesen.
Auftrag zugewiesen. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben. Sam, du hast das gut bei mir. Komm bald mal wieder. Gute Arbeit.
Einschränkung aufgehoben. ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffenhändler. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Wacht geprüft. Vielen Dank. Übrigens habe ich etwas ge... Es gehört dir, wenn du... Vernachlässige deine Gesundheit.
Lieferparameter aktualisiert. Zeitlimit festgelegt. Danke, mein Freund. Waffeneinschränkung aufgehoben. Sam Bridges, wir müssen ein Paket... Sie taucht in die Geheimnisse des... Jedenfalls habe ich ihn... Als... Keine... Aber ich habe mich gefragt, ob du ihn ihr bringen könntest. Der... Zum... Klar, ihre Ideen mögen für mich völliger Wahnsinn sein, aber ihr bedeuten sie offensichtlich etwas. Deshalb möchte ich ihr gern helfen. Also, mit deiner Unterstützung. Am Terminal findest du einen offiziellen Auftrag. Ich hoffe, du gerätst. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferservice. Bitte dranbleiben. Waffeneinschränkung aufgerufen.
ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Einschränkung aufgehoben. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Bitte dranbleiben. Waffeneinschränkung aufgerufen.
Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen.
ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts. Waffen geprüft. Vielen Dank. ID wird gescannt. ID wird geprüft.
Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Danke fürs Vorbei. Es war mir eine Freude. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Setze Auto.
wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen verlieren das Aufenthaltsblock hier. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges.